Jo Leute, und somit herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster, neu zum Mappen-Update der Top Smash Attack Serie zur Saison 2022-2023 zur Champions League, Europa League und Conference League. Ja, ich hatte ja schon mal im September ein Mappen-Update dazu gemacht, dort hatte ich aber ja nicht alle Karten da. Und jetzt sind bis auf eine Karte alle Karten in diesem Album gesammelt und deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein Mappen-Update. Vorne auf dem Cover sehen wir insgesamt 7 Spieler mit Mbappé, Kimmich, Haaland, Benzema, Aubameyang, Nunez und Jude Bellingham. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt in diese Mappe rein. Haben auf der linken Seite die Checklist und auf der rechten Seite das erste Team mit Chelsea. Es gibt manche Teams, die haben 9 Karten, manche Teams, die haben 18 Karten. Ist unterschiedlich. Eigentlich haben alle englischen Teams 18 Karten bis auf Chelsea. Keine Ahnung wieso. Vielleicht, weil nicht genug Spieler schon in dem neuen Trikot damals sozusagen da waren. Muss man mal sehen. Dann haben wir die Teams und die 18-Karten-Teams haben sozusagen auch Powerkarten in den Teams eingearbeitet, unter anderem bei Manchester City 5 Stück mit Stopper Ederson, Royer Laporte, Enforcer Rodri, Styler von Silva und Matchwinner von Mahrez. Natürlich hat ja auch Erling Haaland eine Karte bekommen und jedes Team hatte noch ein Logo und eine Captain-Karte. So viel zu den Teams. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal durch. Dann haben wir Liverpool. Dieses Jahr ja gegen Real Madrid ausgeschieden. Dann haben wir West Ham United, Tottenham Hotspurs und Arsenal für die englischen Mannschaften. Insgesamt 7 englische Teams dabei und natürlich noch Manchester United nicht zu unterschlagen. Und dann die spanischen Teams mit Real Madrid, dem FC Barcelona, Atletico Madrid und dann für Frankreich Paris Saint-Germain. Für Deutschland 4 Teams dabei mit Bayern München und Borussia Dortmund mit 18 Karten. Und ab jetzt kommen nur noch Teams mit 9 Karten. Und hier haben wir dann die anderen beiden deutschen Teams mit Leverkusen und Leipzig. Dann die beiden niederländischen Teams mit Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven. Nochmal ein portugiesisches Team mit Benfica, sowie jetzt nochmal die spanischen Teams, die nicht in der Champions League sind, sondern sozusagen in der Europa League. Und zwar mit Real Betis Balon Tupib. Und Real Sociedad de Football, also Sociedad. Und dann das Conference League Team aus Villarreal. Dann die anderen beiden portugiesischen Teams mit Porto und Sporting Club de Portugal, also Sporting Lissabon. Dann das zweite französische Team mit Monaco, auch leider hier nur mit 9 Karten. Dann die italienischen Teams mit AC Milan und Inter Milan. Dann Juventus Turin, SS Lazio Rom, AS Rom und dann die beiden schottischen Teams mit Celtic Glasgow und den Rangers auch aus Glasgow. Dann kommen wir zu den Powerkarten. Dort haben wir Next Gen sozusagen Future Star Card, wenn man sie so nennen möchte. Und hier hat fast jeder Club eine bekommen. Ich würde sagen mal so die heißesten sind hier vielleicht Meshpri oder ein Gonzales oder Parma. Aber auch Bino Gittens, ein sehr, sehr guter Mann, oder Manueke, der mittlerweile ja schon bei Chelsea spielt. Und dann haben wir hier noch 9 weitere, also insgesamt 27 Stück. Ugarte, kein schlechter Mann, Zalewski, Besse, der mittlerweile bei Ajax spielt, oder auch ein Badiashil, der mittlerweile bei Chelsea spielt. Dann 9 Legenden mit Alonso, Torres, Lampard, Schmeichel, Cantona, Baresi, Pirlo, Gascoigne und Lautrup. Hier auf der rechten Seite, schönes Design. Dann Man of the Match Signature Style Karten, 2 Kategorien vereint, die jetzt in dem Querformat sind. Gibt es auch insgesamt 27 Stück. Hier die ersten 18, unter anderem mit Martinelli oder einem Thomas Müller. Und dann hier noch die letzten 9, unter anderem mit einem Kevin Volland oder Ciro Immobile. Dann haben wir unsere 9 Club 100, gab ja sonst immer 11 oder insgesamt 5, je nachdem. Und dieses Jahr gab es 9 Club 100, davon 8 normale mit Courtois, Cancelo, Alaba, Verratti, Silva, Sané, Salah und Mbappé. Und die unbeatable, also unschlagbare Karte mit der 101, 101 von Karim Zadrim Benzema. Dann haben wir 9 Black Edge Karten, die auch schon in der normalen Serie, genau wie in der Extra Serie, relativ schwer zu vervollständigen waren. Und hier fehlt eine Karte und ihr seht schon, es fehlt die Kartennummer 462 und das ist Erling Braut Haaland, die mir noch fehlt als Black Edge. Natürlich muss das er sein, der beliebteste und seltenste Spieler von den Black Edge Karten, währenddessen ich Messi unter anderem schon gezogen habe oder ein Lewandowski mittlerweile 3-mal doppelt hatte unter anderem. Also leider Erling Haaland nicht zu finden und die Karte kostet auf eBay auch ungefähr 20 Euro, wenn man sie kaufen möchte. Dann hatten wir noch Heritage-Karten aus dem Design der Bundesliga-Serie 9-10 und der Premier League-Serie 8-9. Und auf jeden Fall hier auch fast jeder Club mit einer Karte, unter anderem hier für Arsenal Smith Rowe. Gavi hier mit einer schönen Karte. Und dann haben wir hier noch weitere Designs,
unter anderem mit Can und Brandt für Dortmund, Neuer und Davis für die Bayern. Und dann haben wir hier noch Wirtz und Schick für Leverkusen und Forsberg und Silva für Leipzig. Anthony hier noch bei Ajax Amsterdam. Unter anderem haben wir aber auch noch einen David Silva oder Isak, der mittlerweile auch schon bei Newcastle spielt. Und dann haben wir hier noch fünf weitere mit den italienischen Teams, unter anderem mit Magne, Lautaro Martinez, Bonucci und Smalling. Und dann noch hier die vier Taktikkarten. Also ich muss sagen, von der Aufteilung der Mappe, der Karten her, ist es schon gut gelungen. Da hat Tops auf jeden Fall was Gutes gemacht, dass das bündig abgeschlossen wird. Ist besser als bei der Extraserie der Champions League und eigentlich auch bei den Jahren zuvor. Dann gab es insgesamt noch 27 Limited Editions, zwei, die man nur im Standard Pack bekommen hat, mit Trent Alexander-Arnold im Black Design und Vinicius Junior. Und die restlichen, die man dann in den Big Tins, Mini Tins, Multipacks und Blister Packs noch ziehen konnte. Und die habe ich auch alle mittlerweile ziehen können. Ein bisschen überraschend ist, dass hier eine spanische Limi mit Pau Torres zwischen den englischen Teams ist. Vielleicht wollte man eine Limi von Liverpool noch im normalen Design machen oder von einem anderen Team wie Chelsea, aber hat irgendwie am Ende dann den Spieler nicht mehr richtig aufbekommen. Und deswegen hat man hier Pau Torres reingepackt. Dann haben wir hier unter anderem Aubameyang für die Mannschaft aus Barcelona, mittlerweile auch schon bei Chelsea, aber dort auch nicht mehr wirklich aktiv. Dann haben wir hier unter anderem Griezmann, Kimmich, Reus, Diaby und Szoboszlai für die deutschen Teams, Timber, Merino. Dann haben wir oben rechts ein Ben Yedder, Leao, Chiesa, den ich sehr, sehr oft gezogen habe. Und dann für die schottischen Teams, genau, Diego Marques und Ryan. Kennt auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große Aufgabe, die alle zu vervollständigen, aber nun jetzt doch geschafft. Dann habe ich eine exklusive Game Changer Limited Edition, die gab es ja am Anfang der Saison in diesen First Edition Multipacks bei der Top-Seite, habe ich ja eine gezogen, war das erste Unboxing auf meinem Kanal zu der neuen Serie hier. Dann haben wir die Limited Edition aus den Megatins mit den Commander Limited Edition, das waren die vier, dann die Playmakers, die Finisher und die Wonder Kids, die passen schön mit den beiden Karten hier auf eine Seite drauf. Dann haben wir hier die vier Minitin Limited Editions mit Haaland, Petri, Messi und Goretzka in den verschiedenen Neon-Designs und dann hier noch die Karten aus dem Countdown-Kalender, also aus dem Adventskalender. Einmal im normalen Look mit Mané, Gomez, Forsberg und Zakaria und dann im Special-Karten-Look mit Neuer, Rice und Mbappé und dann die Limis von Kroos, Donnarumma, Davis und Nkunku im normalen Design, sozusagen mit einem wenig Christmas-Look und dann die Hattrick Hero Limited Edition von Haaland und die Legend Limited Edition von Andrea Pirlo, die italienische Perle des Fußballs. Und dann habe ich hier noch zwei der vier Blue Limited Editions sammeln können oder mir gekauft mit Diaz, den man am Anfang der Saison bekommen hat, und Vlahovic, den man in diesem Blister Bundle bekommen hat. Klar könnte ich mir auch noch den Fatih und Gnabry zulegen. Gnabry aber, glaube ich, für 50 Euro und Fatih, wenn man alle vier Megatins gekauft hat. Also das war an Black Friday schon leider eine kleine Enttäuschung. Deswegen bis auf die Haaland-Karte und die beiden limitierten Karten soweit alles aus der Serie vollständig dabei. Dann habe ich natürlich noch eine zweite Mappe, wie soll es auch anders sein, ist bei Champions League Karten immer so. Und hier habe ich einmal die First Edition Karten einsortiert, hier mit dem First Edition Logo, die ich halt soweit ziehen konnte. Gehe ich auch einfach mal so durch, lange nicht alle gezogen, aber halt schon viele verschiedene. Und dann habe ich noch ganz, ganz viele von den Karten gezogen mit dem Crystal Peril Look. Die sind jetzt auch nicht nach Team ungefähr einsortiert, sondern einfach hier irgendwie reingeschmissen. Das sind auf jeden Fall meine sechs doppelten Karten, die ich davon habe. Unter anderem zweimal Brahim Diaz. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Crystal-Karte ist Jude Bellingham. Und dann geht das hier halt so weiter. Ich wollte am Anfang der Saison erstmal alle Logos sammeln, weil ich hier schon direkt drei gezogen hatte in meinen Unboxings. Aber dann dachte ich mir, nee, lass mal die Crystal-Karten weg. Die finde ich halt ehrlich gesagt echt nicht so cool. Und deswegen habe ich auch nicht so viele von diesen Crystal-Karten gesammelt. Auch Mbappé hier eine sehr, sehr coole Crystal-Karte. Muss ich echt sagen, von den Spielern her, ich habe dort schon zwei gute Schätze gezogen. Und dann haben wir die Update Multipack New Signing Karten, einmal aus dem ersten, das unterscheidet sich hier mit dem lilanen Design. Dann haben wir das zweite hier, geht weiter mit der Durchnummerierung mit dem grünen Design. Unter anderem auch mit Embolo und danach das Christmas oder das dritte Update Pack. Unter anderem geht hier los mit Philips und endet dann hier mit Cholak. Und dann haben wir hier noch die drei Limited Editions mit Lewandowski, Casemiro und der Limited Edition, würde ich mal sagen, kann man das so sagen, so eine Invincible Card oder sowas auf jeden Fall. In der Art, auf jeden Fall, wo viele verschiedene Spieler drauf sind. Natürlich hier bei den Update-Multipacks viele interessante Männer dabei, wie unter anderem ein Mathis Tell oder natürlich auch ein Schlotterbeck, Masraoui so. Das sind halt so die Spieler aus deutscher Sicht. So viel zu den Match-Tags-Karten, die man normal ziehen konnte. Dann habe ich es noch geschafft, drei der insgesamt 20 Chrome-Karten zu ziehen. Einmal mit Alphonso Davies, Gerard Moreno und Rafael Leao. Die gab es ja sozusagen, die Chrome Preview Karten der normalen Serie, aber am Ende ist dann keine Chrome Serie irgendwie komischerweise rausgekommen, wahrscheinlich weil die Kosten zu hoch waren von Tops aus. Und dann habe ich echt geschafft, einige der Pro Elite Karten zu ziehen.
Da war einen 48 Päckchen, hier einen 24 mit Valverde, Diaby, dann habe ich Nkunku, Sterling und Otavio, also insgesamt 5 Stück. Ein Viertel konnte ich ziehen von den Karten. Natürlich sehr, sehr utopisch, alle zu ziehen. Und das war es jetzt von dem Mappen-Update der Champions League Serie 2022-23. Wie gesagt, wenn jemand eine der beiden Blue Limited Editions von Fati oder Gnabry hat oder den Black Edge von Haaland, kann er gerne tauschen. Ich bin auch bereit, tatsächlich für diese Karte von Haaland eine oder zwei von diesen Karten hier wegzugeben, weil ich bin einfach auch ehrlich, ich möchte die Karte haben von Haaland und bin jetzt nicht bereit, das sage ich auch offen und ehrlich, 20 Euro dafür auszugeben. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oben da, checkt die unter Playlist aus, genau wie hier. Hier könnt ihr abonnieren und hier noch ein neues Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.